Schönen guten Abend, liebe Leute von heute. Mir ist kalt heute. Von heute. Es ist immer kalt. Oh, ich stehe auf dem Bein. Ey, ja. Yeah. Ja, ich muss hier auch rein. Na, wie weit soll ich noch in der Ecke rutschen? Das weiß ich nicht. Da toll. So, gehen wir mal hier rein. Wo ist denn das hier? Ich finde das ja mal nicht. Gehen wir mal hier rein und da rein. Und jetzt hängt mein Handy und da rein. Da rein. Hey, ho, ha, hi, a, nun. So, und da bin ich. Hallo. Da noch. Leute, ihr seht unser Ziel heute. So. Hallo. Hallo. So, hallo. Dabei? Ist denn schon wer drinnen? Die tippen jetzt wahrscheinlich alle auf den Leim und schreiben nicht mehr. Die Nicole ist reingekommen. Hallihallo. Patrick ist drin. Hallihallo. Mir ist wirklich jetzt gerade kalt. Tja, jetzt war der draußen. Entschuldigung, ich sage ja schon gar nichts mehr. Guten Abend! Hallo Teufel! Teufel. Schönen guten Abend. Die ist eine Stunde früher. Ist, glaube ich, nicht so gut. Nee, die Stunde früher ist nicht gut. Du guckst halt nur zu, okay? Wer? Nicole. Du bist kaputt. Das neue Update. Puh, Patrick, schwer zu sagen. Also es ist wieder gewöhnungsbedürftig. Sie erstmal dran gewöhnen, sag ich mal. Wie findest du es denn? Die Tröte. Warte. Tröte. Ist da. Ich bin wieder taub. Chris ist ja voll motiviert hier mit Gehen. Total. Ich bin noch gar nicht im Modus drin. Hm. Wie immer. Nichts Neues. Ey, was soll das? Die musst du nehmen, weil du musst immer raussuchen. Du kennst dich da besser aus als ich. Ja, warte, ich muss meinen Becher zumachen, sonst kippst du den aus. Ja. Wenn ich so trottelig bin. Genau. Unsere Pfeffi hat uns ein wunderschönes Schild gebastelt heute. Für die 60.000. Ja. Die ist aber wahrscheinlich heute nicht drin, weil die hat einen Versuch. Der Flur ist ganz schön schmutzig bei ihr. Jawohl. Oh. 9 Leute nur. Was ist los hier? Ja, das ist zu früh. Wahrscheinlich, wenn wir dann fertig sind, kommen alle rein. Ja. Weil die 19:30 gewöhnt sind. Ist manchmal leider so. Aber wir können samstags nicht anders regeln. Weil die Jungs ja auch noch abends was von uns haben wollen. Aber es sind nur noch 7. 2 abgezogen, wie wir beide. Nur noch 5. Was ist hier los? Thomas, uns geht's gut. Wie geht's dir? Steffi! Steffi, doch drinne! Ist dein Flur endlich gereinigt? Schlimm, wie das da aussieht. Im Flur. Schlimm. So, ich habe gerade gesagt, Steffi wird wahrscheinlich nicht kommen, weil sie noch Besuch hat. Aber jetzt ist sie doch da. Und ich habe mich auch schon bedankt für das... Ich habe mich auch bedankt. Mit Konfetti bei dir. Ja. Hat er sich bedankt. So, da sind wir schon 10. Wow. 2-stellig schon mal. Vielleicht auch mal 3-stellig oder so. Na, das glaube ich heute, ne? Dir geht's gut, Thomas. Wir schlafen heute alle. Oh, deine Mutti hat's weggemacht. Oh, danke an die Mama. Vielen Dank an die Mama. Teufel. Ich hoffe, sie waren hier sauer. Teufelchen. Danke. Schild zu. Das ist schlecht, das ist leicht zu finden von Teufel. Teufelchen! Ein Teufelchen kommt schon mal in die Tasse. Teufel kommt in die Tasse. Robert! Hallo Robert! Servus! Schön, dass ihr da seid! Kriegen wir heute die 60.000 voll? Wir werden sehen. Aber ihr dürft trotzdem schreiben, auch wenn ihr die ganze Zeit liked. Robert! Da
Danke schön. Vielen, vielen Dank. Suche und suche und suche und suche. Robert! Robert, die Sonne. Was habt ihr heute Schönes gemacht? Ist ja trotzdem noch kalt. Nächste Woche soll es endlich warm werden. Mhm. Endlich. Dann sieht er mich nur noch draußen. Bei 35 Grad. Im Schatten. Hoffentlich ist der Balkon bis dahin fertig von mir. Ich rede nicht auf dem Balkon, ich meine draußen. Ganz draußen. Ich rede auch vom Balkon. Da kann ich mich nicht besser tröten. Das wissen wir, Nicole, dass du Lehrgang hattest. Ich habe gefragt, was sie alles Schönes gemacht haben. Ach so. Ist ja richtig, dass er antwortet. Ne, Nicole? Mhm. Ich halte da zu dir. Warte. Schildchen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Der Zocko ist da. Zocko! Schön, dass du auch da bist. Der Janik fehlt noch, Mensch. Mhm. Hast du gar nicht in die Gruppe geschrieben? Oh ja, habe ich für uns gerade gemacht noch. Hast du gemacht? Habe ich gemacht. Das hast du fein gemacht. Tatsächlich habe ich das gemacht. Ich glaube, wir brauchen auch eine neue Wunschliste. Kann das sein? Die eine ist schon voll. Ja. Ich mache mal eine neue Liste. Auch zwei Tassen, die du auch bekommen hast. Sind da, ne? Na klar. Ja. Na klar. Genau, Zocko ist fast immer da. Aber schön, dass du trotzdem da bist, auch wenn du noch unterwegs bist. Finde ich klasse. Ich hoffe, du hast dich gefreut über die schönen Tassen. Das hoffe ich auch. Oh je, Zocko, ne, dann kommst du halt später rein. Datenvolumen sagt bei. Oh. Ja, würde aber später ja nicht besser sein, ne? Hast du gleich eine davon eingeweiht? Super. Ne, er ist ja noch unterwegs. Also, Zocko, wenn du das noch hörst, wir sind auch bis kurz vor 20 Uhr online. Genau. Tiffy! Tiffy! Hi, 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 Tiffy! Hallo, Chico. Wir haben heute tatsächlich noch über deine Sprachnachricht geredet. Da müssen wir uns nochmal unterhalten. Chico, hallo. Mahlzeit. Stifte und Zettel raus, wir beginnen die Mahlzeit. Was? Mahlzeit. Echt jetzt? Ja. Moment. So. Mahlzeit, genau. Die ersten 10.000 Likes sind schon fast drin. Fehlen nur noch 50. 52.000 ist ja nicht mehr viel. Nee, ist ja gar nicht viel. Ist ja gar nicht viel. Dani, die Bilder sind falsch. Welche Bilder? Die Bilder. Warum? Hat Tiffy gesagt. Tiffy, warum? Warum? Alles klar, Zocko. Bis dann. Zocko, bis gleich. Die müssen am Kopf, damit sie Chrissy auf den Kopf fallen. So, kriegst du die Nacken. Den Mojito kriegst du auch in den Nacken. So, Rücken. Ha, jetzt hat es abgeruppt. Tü-düm. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Lustig. Danke. Da komme ich nicht mehr. Abeiste. Abeiste. Wieste ist nicht deutsch, ist sächsisch. Ja, und wir sind im Sachsen. Schon besser, sagt Teufel. Endlich Leute, die meinem Geisteszustand entsprechen. Okay. Okay, okay. Inwiefern? Die Liste ist noch gar nicht aktualisiert, kann das sein? Nee. Warum nicht? Warum nicht? Doch, hier ist aber drin. Komisch. Hat es wahrscheinlich hier nicht aktualisiert. Oh. Bitte nochmal. Hat es wahrscheinlich hier nicht aktualisiert oder was? Keine Ahnung. So, mal aus.
Haben wir uns schon was für den Tiffy einfallen lassen? Für den Tiffy? Wieso? Wegen die großen Spenden. Haben wir ja gesagt. Klar. Hammer. Aber sicher, Tiffy. Doch keine leeren Versprechen hier. Ja. Aber wir sind noch nicht fertig. Nein. Dauert. Ja. Mhm. Ja. Das war nicht überzeugend. Echt, Dennis? Doch. Wir haben uns das einfallen lassen. Dennis, ja. Danke. Vielen Dank, Dennis. Steffis Eltern gucken zu. Hallo, Mutti, Fadi. Hallihallo. Einmal lachen. Das Essen ist noch nicht fertig. Was gibt's denn Schönes? Erzähl. Hättest du vor uns unten fragen können, ne? Ich war unten. Hättest du machen können, ne? Hab's aber nicht. Was der Teufel? Ja, die waren so mit dem Balkon zu beschäftigt, da wollte ich nicht stören. Danke für die Rosen. Dennis! Teufels. Dennis. Hello, Dennis. Wo ist der Dennis? Hier ist der Dennis. Schnitzel Dennis. Und Spätzle. Verdammt. Jetzt krieg ich Hunger. Ich will Spätzle. Wie hast du dir das gedacht mit den Schildern? Das weiß ich noch nicht so genau. Haben wir doch letztes Mal auch eine Tasse genommen. Steffi, wir brauchen unbedingt noch eine Halterung. Teufel, vielen, vielen Dank. Bestellen, selber kochen macht dick. Sag ich immer. Hähnchen auflaufen mit Zucchini, Tomaten, Kartoffeln und Putenfleisch. Wir sind dabei. Wann sollen wir runter? Ja, wann sollen wir runterkommen? Sag einfach. Trau dich. Tiffy muss auch schon rein. Hat er schon? Klar. Hab ich doch nicht mitgekriegt. Brauchen wir ein Schild von Tiffy? Was ist es? Mensch, wo ist der Yannick? Mit der Halterung lässt dir was einfallen. Das ist schön, Marci. Steffi, ist nämlich jetzt unsere... Viertelstunde, da sind wir doch noch gar nicht fertig. Da musst du uns was hochbringen. Das ist ja gemein. Wir können ja nicht einfach hier ausreisen. Was ist nicht unser Ernst? Tiffy, was? Erzähl. Was ist nicht unser Ernst? Weiß ich nicht. Du brauchst ein neues Schild, warum? Warum? Warum brauchst du ein neues Schild? Du musst es hinten machen, das sieht man ja gar nicht. So. Also dein Schild ist ja nun mal groß und auffällig. Oh, echt jetzt? Ja. Aber daraus könnte man ein Y machen, wenn man sich den Kopf nicht einhaut dabei. Wäre das ja fast möglich. Du kannst alles schicken, weil du bist in der Ecke gequetscht von dir, ne? Gequetscht? Gequetscht. Wir hätten auch jetzt ein bisschen rüberrücken können. Ja, hätte, Fahrradkette hast du aber nie gemacht. Und, oh, ich kneif dich. Oh, Tiffy kriegst ein neues. Mit Barbe Dennis, danke. Ja, krieg ich einen Hotdog. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Für die Blumen. Tiffy wird bearbeitet. Please hold the line. Please hold the line. Sie werden bearbeitet. Please hold the line. Nicht auflegen. So, Leute, Mensch. Likes. Wir müssen auf die 60.000 kommen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Fällt Tiffy aber auch erst jetzt auf, nachdem wir das Schild schon 10-mal gezeigt Echt haben, Tiffy. Mal. Was los? Siehst du, Lex muss schon noch diese neuen Glitzerstifte kaufen. Oh oh. Lex, ich hoffe, du guckst nicht zu. Lexi guckt zu. Lexi kriegt die Woche noch sein. Nee, nächste Woche dann. Die Woche ist ja fast rum. Lexi, du kriegst neue Glitzerstifte. Du kriegst die Woche noch Glitzerstifte. Schon wieder so ein falsches Versprechen. Heute fährt sie nicht mehr los, morgen ist alles zu. Die verspricht Sachen, die sie nicht halten kann. Hat er gesagt, nächste Woche. Hab mich doch verbessert. Nur höre doch mal. Ja, der Lex hat nachgefragt schon. Wo sind die Glitzerstifte? Ja, Lexi, die kriegst du noch. Böse Tante. Böse Tante. Nimm den Kindern ihre Malstifte weg, weißt du? Das war die so, Mutti. So funktioniert das hier. Nee, die Tante, die Mutti hat sie mit hochgebracht.
Also, ne? Ich nehme den Kindern auch die Kreide weg, wenn sie draußen auf der Straße machen. So, gucken wir mal, was sieht jetzt. Tiffy, bist du zufrieden? Na, es muss noch trocknen, das Glitzer, sonst sieht man das nie so. Klar! Gar nicht wahr. Klar! Nimm mal den Kindern alles wegnehmen, aber die sie nicht lernen können. Die sind ja auch nicht alle. Wir gehen ja sparsam damit um. Wäre ja noch schöner jetzt, wenn die alle gemacht hätten. Echt mal. Schlimm. Das war mein Hobby. Schlimm, schlimm. Magst du da mal mit? Ja, das sehe ich auch so, Tiffy. Also, weißt du, diese Ansprüche, die du stellst. Irgendwie ist das nicht so mit der Mühe hier. Schade, schade. Ich weiß, du gehst mir heute ein bisschen auf den Senkel. Tief oder tief? Tief. Könnte auch ein Ohr sein, ja. Also mit Y sieht es nicht wirklich aus. Muss ich dir recht geben. Da muss Chrissy noch viel lernen. Sei mal pst. Das kostet eine ganz neue Schürze. Das kostet extra. Das kostet aber jetzt extra. Material und Arbeit. Ich zähle die Zeit. Stundenlohn von 150 Euro. Machst du mal langsamer? So Leute, Mensch, ihr seid alle schön am Liken. Tatsächlich, 14.000 Likes haben wir schon. Der Nachteil ist da, dass keiner schreibt. Außer Tiffy. Tiffy liked nämlich nicht, der schreibt. Wehe, die Augen sind nicht mehr drauf. Oha. Stell jetzt nicht so viele Ansprüche, die verschreibt sich wieder. Muss dann noch eins machen. Schön langsam. Flügel! Kotflügel! Ja. Das wäre ernst gemeint, Chrissy, die Augen. Ja, ja. Ich glaube, sie malt ja jetzt Augen. Deine Finger lehnen sich zurück. Nee, nee, liken. Liken, liken, liken. Wir müssen auf 60.000 heute kommen. Das ist das Ziel. 60.000 Likes müssen sein. Jetzt muss ich parallel liken auf zwei. Ist ja Wahnsinn. Was ich hier alles zu tun habe. Tja, da werden die Leute schon wieder Ansprüche stellen müssen hier. Was ich hier zu tun habe. Danke, Dennis. Dankeschön. Auch wenn ich gerade nicht gucken kann. Das ist ja zu tun. Ich muss ja wieder mal hier Schilder nachmachen. Wo bleibt unser Yannick heute? Ja, wo ist der Yannick? Wo ist er? Keine Ahnung. Ich hoffe, denen geht's gut. Er hat doch vorhin noch geschrieben, oder? Nee, das war heute Vormittag noch. Ich kann ja nichts dafür, wenn gewisse Leute nicht richtig lesen, ja? Ich sag da mal, ich halte mich jetzt mal dezent zurück. Ich kann auch nichts dafür, dass ihr euch immer solche verrückten Namen ausdenkt. Yannick war bei dir im Stream heute drin. Ach so. Okay. Dann wird es Ihnen ja auch gut gehen. Hoffen wir. Doch, zwei Hände ist vielleicht nicht schwierig. Aber ich kann dir gerade echt nie helfen. Ich merke schon, weil Tiffy dich beschäftigt. Also musste Tiffy für dich jetzt tippen. Ja, Tiffy, like mal. Liken, liken, liken. Da kann nichts dafür, dass du dreimal ein Schild machen musstest. Na, furchtbar. Nur weil du nicht lesen kannst. Ich kann lesen. Euch ist es doch Uni aufgefallen, also schiebt niemand. Yannick! Da ist er! Da bist du ja, Mensch. Hallo! Ja, haben dich schon. Wieso habe ich denn jetzt hier Glitzer dran? Was ist das denn? Weil du hier drauf gefasst hast. Ich habe dir vorhin gesagt, sei vorsichtig. Ich wusste aber nicht. Das kostet extra.
Steffi, das kostet extra. Nein, nicht noch mehr Glitzer. Oh, guck mal, ich krieg das nicht mehr ab. Jetzt muss ich gucken, ob die hier drauf kleben. Ich krieg das nicht mehr ab. Das ist ja auch Klebeglitzer, ne? Boah. Echt jetzt? Ich will nicht glitzern. Danke. Guck mal, da schreibt sogar die Steffi. Huhu, Janik. Wo war denn das jetzt? Weiß ich nicht. Oh, ich will nicht glitzern. Dein Ernst? Ist das gerade dein Ernst? Ich glitzere überall. Okay. Jetzt noch mehr, weil du es an mir abgewischt hast. Wir haben noch nicht mal ein Tuch hier. Dann nehme ich das Küchentuch. Habe ich doch gemacht, Tiffy. Was? Ich soll dich zum Glitzermensch machen, also. Tiffy? Tja, so ist das. Nee, nee. Doch, doch. So. Ich mach dich gleich zum Glitzermenschen, du. So, liken, 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 Leute. Warum ist das Schild nicht rot? Weil ich kein Rot mehr habe. Ja, ja, ja. Dafür kriegst du aber rotes Glitzer. Tiffy, kein Rot mehr da. Falsche Farbe. Das kommt davon, Meister, wenn die... Das will er nicht. Dann hast du Pech. Wie ist denn mit unseren Followern umgehen? Ja, na, also... Immer lieb sein. Muss ich tröten. Oh. Ach so, glitzern geht, aber tröten nicht, oder was? Glitzern macht... Ich mach mir gleich eine Glitzertröte. Glitzern macht nie laut. Ich mach mir gleich eine Glitzertröte. Boah, ey. Wie kann ich anfassen? Dir fällt eh noch ein Fehler auf, aha. Was ist das denn hier? Glitzer. Das gibt's doch gar nicht. Der Zocko ist wieder da. Auf dem Boden der Tatsachen. Erzähl mal. Oh Mann. Hol mich auf dem Boden der Tatsachen. Huha ist auch da. Na endlich mal meine Unterstützung hier. Also, ich rede nie von meinen anderen Mädels hier und so, sondern... Selbst die Wand glitzert. Hä? Echt jetzt? Aber die haben gekämpft. Die haben echt gekämpft. Ja, die haben wirklich gekämpft. Hast du gar nicht geguckt? Tiffy sieht jetzt schon einen Fehler. Ja, du? Siehst du nicht. Du willst mich nur ärgern. Team Chrissy sagt Teufel. Danke, Teufel. Na, toll. Ja, es werden mehr, Mensch. Jetzt sind wir schon 18. Ja. Deine Huha. Deine Hua vermisst dich. Ja. Echt? Ich glitzer immer noch. Du fehlst mir wirklich sehr. Ich glitzer immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Alles gut, Tico. Ich kann damit leben. Ich bin guter Verlierer. Die haben aber echt gut gespielt. Schalke war einen Tacken besser oder glücklicher. Solange sie nicht absteigen noch in die dritte Liga. Zocko wurde heute fast erschlagen. Chat, jetzt hör auf. Ich soll dich zum Glitzermenschen nee, machen. Nee, nicht mehr glitzern. Oh, ey. Jetzt geht doch raus. Jetzt musst du liken. Ich kann nicht, ich muss noch ich warten. Ich kann auch nicht mehr. Ich glitzer. Das geht auch gar nicht so gut weg, immer das Glitzern. Naja, dann gehe ich morgen nicht raus. Das ist gut. So. Für alle, die es noch nicht wissen, warum ich hier so still da sitze und nichts mache. Genau. Ich muss für Tiffy ein neues Schild machen. Ich habe mich mal wieder verschrieben und es ist ihm vor uns aufgefallen. Und da der Herr sich ja immer beschweren muss, habe ich gesagt, gut, okay. Ich mach's gleich. Damit er keine Tränen kriegt. So, Tiffy.
Blitzer, das geht nie weg. Aber ganz ehrlich, wenn ich blitzer, kriegst du mal Glitzer. So, das ist fürs Glitzern. Bist du doof? Ich blitze? Du hast Rasierschaum. Und ich gehe jetzt mal kurz raus und kriege nur ins Gesicht. Bis gleich. Ah. Toll. Ja, lacht na nur. Lacht ruhig. Das kriegt er wieder. Echt jetzt? Also Leute, ich muss mich dann verabschieden. Ich muss dann erstmal unter die Dusche. Das kriegt er wieder. Das kriegt er sowas von wieder. Aber sowas von kriegst du das wieder! Es hat geklingelt, Schatz! Schatz! Es hat geklingelt, du musst mal bitte gehen. Ich kann ja jetzt nicht einfach gehen hier. Du lässt mich voll sitzen. Ist schon. Boah! Furchtbar. Toll! Ja, dann bestellst du Essen. Oh, die Steffi hat uns eine Kostprobe gebracht. Toll. Du kannst nur nicht essen, oder? Du bist ganz schön voll mit Rasierschaum. Die lachen alle. Oh. Die tun alle lachen. Du haust gleich die Kamera rum. Willst du mit mir wackeln? Kannst du mal kurz dich da irgendwie mal... Ich weiß nicht, sieht ja komisch aus auf jeden Fall. Wie er abhaut, ne? Geh weg. Ja. Geh weg. Geh. Seid ihr schön, wir dürfen nicht so lange ohne Leine, Leute. Ohne Leine. Nein. Nein. Komm, die Kamera, Leute. Nein. Setz dich hin. Nein. Setz dich Nein, hin. Ich hab schon Blitzer. Setz dich hin. Ich hab schon Blitzer. Setz dich hin. Ich hab schon Blitzer. Leute. Ich hab schon Blitzer. Ich hab schon Blitzer, Mann! Nein! Schatz, bitte! Ey, Beste! Ich hab doch schon die Blitzer. Das ist mir doch egal! Nein! Da müssen wir beide raus! Ich muss auch dein Klo! Da müssen wir mal beide raus! Das ist doch Quatsch! Aua! Was du jetzt machst! Dann hör auf! Mann! Da müssen wir beide raus! Leute, alles gut, wir leben! Was ich nicht maus... Jetzt kommt's auf Mitleid hier. Ja. Hör auf jetzt. Du Nein! Wir beide aus dem Live raus. Nee, müssen wir nicht. Na klar. Nee, müssen wir nicht. Können du das? Hör auf hier nicht essen. Oh, oh Hose. Oh. Hose. So, ich geh mich erstmal waschen. Ja, ich auch. Nee, du musst hier bleiben. Ich kann ja auch nicht. Schatz, wenn das, dann. Ja. Toll. Wir sind gleich wieder da. Das ist eine Sauerei hier. So, jetzt bin ich erstmal wieder da. Sorry Leute, dass ihr jetzt... ich habe überall Rasierschaum. Sorry Leute. Steffi hat uns eine Kostprobe gebracht. So, seid ihr alle vom Bett gefallen, von den Stühle gefallen vor Lachen? Ja, sowas ist spontan. Ich. Und auch übelst cool. Voll cool. Ne? Toll. Na, meine Glitzerfee. Wer austeilen kann, muss auch einstecken. Ich hab eingesteckt. Meine Haare sind zur Sau. Was niemand? Du mal, was du da gemacht hast alles. Was denn? Selbst da? Ja, mach ich dann sauber. Jetzt setz dich hin und wir haben Follower hier laufen. Du kannst nicht einfach weggehen. Das geht nicht.
Ich kann dich einfach mitnehmen. Steffi, danke, danke für die Kostprobe. Ich muss kosten jetzt. Verschluck dich nicht. Teufel. Danke. Kost mal. Du kannst nicht mehr vorlachen, Nicole. Echt jetzt? Lecker. Und das Hähnchen ist noch nie trocken. Danke. Lecker. Marvin, moin. Tivi, es kommt drauf an, was für ein Vorhaben. Was? Das musst du mir schon mal schicken. War eigentlich nie. Also welches meinst du überhaupt? Worum geht's? Unser Profilbild belachen. Noah! Hi Noah! Komm halt nie auf die 60.000, so ein Quatsch. Du warst so angefangen. Bei Glitzer hättest du nie aufstehen müssen. Klar, du hast angefangen mit dem Glitzer. Na und? Aber bei Glitzer hättest du nicht aufstehen müssen. Ja, und ich glitzer trotzdem. Ah, oh. Du hast ja immer noch was hier schon mal auf dem Kopf. Ja, ich muss duschen. Oh. Oh. Dankeschön. Danke. Was Steffi hat uns eine leckere Kostprobe gegeben und es ist echt lecker. Aber unsere Jungs würden es nie essen wegen der Sorini. Mhm. Das ist natürlich auch wieder doof. Oh, das ist cool. Achso. Cool. Okay, hast du Erlaubnis. Das ist wirklich mal eine schöne Idee. So. Mensch, wir kriegen die 60.000 nicht voll. Du tippst gar nicht. Wir haben aber Follower, die mit tippen können. Die machen ja auch schon mit, aber 60.000 ist nicht wenig. Herzen fliegen. Wieso nicht? Wir meinen ja auch nicht. Du siehst so einiges da nicht. Hey. Claudi! Hallo Claudi! Claudi, Mensch! Das war das Wort zum Sonntag? Kling, Leckchen, Klingelingeling. Du machst Sachen. Ich hoffe, dir geht's heute besser als gestern. Ja. Das hoffe ich auch. Ist in Ordnung. Tiffy. Ganz schön gewürzt, ne? Ja. Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Schmeckt ja gut. Ich muss das mal machen. Bloß irgendwie vielleicht mit was anderem, was die Kinder noch essen, oder? Schatz, ja. Willst du jetzt über Rezepte reden? Oder wie? Ist trotzdem noch da okay. Na, ich hoffe doch mal. Naja, bei mir, ja, siehst du ja, ich sitze hier, es geht wieder. Also es ist wirklich besser mit dem Kopf. Ne? Oh, bitte langsam machen halt. Genau. Ich habe Rasierschaum auf dem Kopf. Ich muss dann duschen. Und ich glitze. Interessiert dich nicht, ich weiß. Willst du das noch essen oder nie? Nee, das ist deins jetzt, ich hab schon. Ja, ja. Muss nur, was ist muss nur? Muss nur. Du musst denn nicht, ne? Du musst mal. No. No. Wie, du musst mal? No. Nu. Nu, 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 nu. Nu? Nu. Kenn ich. Der Daniel hat immer noch mit den Sächsisch Schwierigkeiten. Quatsch. Nu, nu. Nu, nu. Nu. Hast du alle gemacht? Wir haben gerade Live-Print gehabt. Und ja, wir haben gestern die Steffi geprankt und heute hat er Dani gleich nochmal ins zugelegt. Nunu. Du kennst noch jemanden? Für was? Der kein Sächsisch kann. Ah, Nunu. Das war nämlich der andere Dani. Der kann auch nicht? Nee. Ist ja kein Sachse? Nee. Dann verstehen wir uns ja super. Nu, nu. Da kommt aus irgendwie so einem komischen Dorf. Dörfer gibt es auch in Sachsen.
Ja, nee, nur die Steffi. Steffis Wohnung war heute dran. Sachsen-Anhalt. Mensch, das ist kein Dorf. Sag ich doch, Weißenfels. Sag ich doch, wo? Oh. Tja, Anniko, wann bist du dran? Tja. Unverhofft kommt oft. Oha, genau. Da gehen noch Jahre ins Land, ehe die mal wieder herkommt. Erstes Mal spät. Sonst immer Nacht, ne? Oder wie? Ja, sonst warst du ja immer auf Nachtschicht, oder? Ich glaube ja. Der Flur sah aus. Echt mal. Das sieht doch schon wieder gut aus. Die arme Mutti muss das wegmachen. Ja, das tut mir echt leid. Ich muss es mal machen, wenn die Mutti nicht da ist. Warum aber die große? Und davon nicht nur eine. Kannst du sogar die Decken putzen. Hör auf, ich glaube, die redet nie wieder mit uns. Das kannst du nicht machen. Klar. Wenn die Küche schon hier aussah, wie soll denn der Flur aussehen? Zumindest ihre Wohnung, die wird also da oben. Ganz ehrlich, los. Die Kinder haben sich gefreut. Die hatten Spaß. Lex und Lea hatten Spaß. Danke, Schlaudi. Schlaudi, danke schön. Und dann nehme ich nur mal Rücksicht auf die Kinder, wenn die Spaß haben. Dann ist das so. Ja. Dann wird das gemacht. Genau so. Und nicht anders. Das hab ich doch gesagt, erst mal ein paar Jahren noch. Gebacke ist dir. Ich werde es mir gebacken. Nu. Du musst aufpassen, wenn du ihm reinlässt. Nu. Ich kann auch über den Balkon runterklettern. Und hier auf die schönen Blumen. Ja, das ist so schön. Stimmt, gemacht, nee, das stimmt. Nee. Aber es kann auch mal was runterfliegen. Aus Versehen, natürlich. Wann? Vom Balkon. Aber nie auf die schönen Blumen. Die Mutti hat. Nein, nicht auf die Blumen. Die haben sich heute echt so eine Mühe gegeben. Nein, auf die Blumen würde ich nie was machen. Wir haben echt sich die Mühe gegeben, den Balkon schick zu machen unten. Aber ab und zu guckt Steffi doch schon mal raus. Ja. Über die Balkonbrüstung. Ja, das stimmt. Ob die Steffi jetzt Angst hat? Immer nach oben gucken. Aber Mausi, dein Essen war lecker. War lecker, aber immer nach oben gucken, bevor du runter rausguckst. Sei gewarnt! Siehst du, jetzt schreiben sie mich gleich gar nicht mehr. Nee, die liken. So auf die Likes kommen, fehlen noch 30.000. Oh, jetzt habe ich Angst. Ach, Quatsch. Wusste nicht. Ich habe da nämlich eine Idee, hätte ich tatsächlich noch. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das anstelle. Aber warte ab. Am besten hast du immer Mausi oben. Dann passiert nichts. Wie Mausi oben? Auf dem Arm. Nee, das kannst du ruhig haben. Die wird sich freuen. Hauptsache Mausi trifft es nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Baby, ich weiß. Ja. Nimm den. Warte ab. Kev! Danke! Steffi, aber bei das, was er vorhat. Hilft dir Mausi auch nicht. Hilft dir Mausi nie. Tja. Echt jetzt? Dann, wenn du nicht drüber nachdenkst. Das ist gemein. Das verzeiht die dir nie. Klar. Das verzeiht die dir niemals. Klar. Die überlegt jetzt, deswegen schreibt sie nicht mehr. Die hat Angst. Also Angst? Die hat nur Angst. Mausi, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin da raus. So ist das halt, ne? Mensch, ihr seid alle so still. Echt mal, schreibt mal was, redet mal mit uns. Ja, nee, ging's auch nie so gut. Mein Guter. Geht es dir besser?
Nelly Maus ist beigetreten. Hallo? Die Steffi scheint wirklich nicht mehr. Ich glaube, dir hat das Handy fallen lassen. Sehr schön, Tiffy, sehr schön. Chef, ist dein Handy kaputt jetzt? Runtergefallen? Die Hitze ist überlegt echt gerade, was du vorhast. Das Problem ist, du kannst ja überlegen, wie du willst. Das wird nicht morgen passieren, nicht übermorgen, nicht nächste Woche. Oder vielleicht doch. Mal mir einen Tipp geben. Oder vielleicht doch. Wer weiß das schon. Nee, darum geht's aber. Ja. Nein? Nein? Das sage ich dir jetzt nicht im Live. Okay, es ist doch nicht das, was ich denke, Steffi. Ich weiß absolut nicht, was ich will. Das wird krass. Steffi überraschen lassen, ja. Claudi, dich trifft's auch noch. Denke dran. Claudi, für dich überlege ich mir auch noch was, weil du bist noch ganz gut bei weggekommen letztes Mal. Irgendwie sind hier alle nicht mehr sicher. Viel zu gut. Viel zu gut. Die werden jetzt alle mit reingezogen. Viel zu gut. Ach, aber ihr wisst ja, wir haben euch alle lieb. Aber erstmal musst du gesund werden und dann nicht, dass du dann dich erschreckst oder so. Ja. Das könnte passieren, nämlich. Ja, könnte passieren. Schräg, schräg. Schräg, schräg? Das hatte ich eigentlich nämlich, das, was ich bei Steffi jetzt vorhabe, wollte ich eigentlich mal bei dir vor. Aber ich glaube, das kommt noch cooler. Überleg. Du wirst nicht drauf kommen, Mann. Ich weiß es aber ohne. Hey, Melody! Hallo, Melody! Hallihallo! So, Leute, also 10 Leute im Chat, das ist mir zu wenig. 9. Also, ich sag mal so, für morgen brauchen wir schon ein paar mehr Zuschauer. Ja, was sollen die wo sollen wir die da reinziehen, oder? Ist mir egal. Geht ja nicht. Vielleicht habt ihr Ideen, wie wir noch an mehr Zuschauer kommen. Es hat ja schon mal geklappt. Also der Beweis war ja schon mal da. Der Beweis? Also der Beweis war schon mal da. Der Beweis kommt dann noch, aber der Beweis war schon da. Morgen wollen wir wirklich mal die Auktion wieder starten und eine Tasse verlosen. War das so, ja, ne? Was ist morgen? Sonntag? Morgen ist Sonntag. Morgen soll schönes Wetter werden, morgen gehen wir spazieren. Was? Mhm. Ja. Ich? Was denn? Mit Steffi. Ah ja. In den Wald. Das ist gut. Du, mit die Wartezies? Ja. Und den Kindern? Ja. Ja. Das ist eine gute Idee. Geht ihm auch gut. Hast du heute schon? Naja, da habe ich Fußball geguckt. Du hast Fußball geguckt? Es war ja nicht Ruhe. Da guckst du, ne? Du lernst erst was, Nicole. Das ist gut. Lernen ist gut. Man lernt nie aus. Nein. Oder? Vielleicht doch. Wer weiß. Ich überleg's mir. Klar kommst du mit. Warum kannst du noch mitkommen? Ich glaube nicht, dass Steffi will, dass ich mitkomme gerade. Ach so! Ich dachte, du wolltest gern mal, dass Dani auch dabei ist. Mal gucken. Das wird nicht verraten. Das einzige Gute ist, solange es zu kalt ist, treffen dich blöde Pranks, wo du nass wirst oder so, nicht draußen. Also wenn ja, morgen wird es nicht kalt. Nee, aber trotzdem. Morgen wird es nicht kalt. Nein. Also du wirst nicht ins Wasser geschubst. Morgen wird es nicht kalt. Du wirst nicht in Schlamm gesteckt. Also sie macht es nicht, auf jeden Fall nicht. Red ruhig weiter. Erzähl Schwarm aus deiner Jugend, komm. Ey, na jetzt drück ich nicht mehr. Ey. Ja. Leute, wir haben gerade mal 21.000, das wird wohl heute nichts für die 6K. Und ich dachte, Steffi muss schon für morgen wieder ein neues Schild bauen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, heute wird das nicht. Wir sind zu wenig dafür. Ich denke, die meisten werden um 19.30 Uhr erst reinkommen. Ja. Es ist doof mit den Uhrzeitenwechseln. Eben. War letzte Woche schon nicht so gut, vorletzte Woche. Mhm. So, Steffi, soll ich denn mit zum Spaziergang? Lass du mich mal bitte kurz raus.
Ich wollte gerade raus. Nee, du warst bei uns schon. Ja, ich musste ja rein, ich musste ausmachen, als ich klingelte. Ach so, na dann geh. Ja, bitte, sagt sie. Sollst du mitkommen? Überleg's dir, Steffi, überleg's dir richtig. Denk drüber nach. Tja. Deine Finger tun weh? Oh je, oh je. Ups, der Tiffy, der wuselt hier rum heute. Oh. Ja, man kann es noch lesen. So. Wenn wir mal Danis Aufgabe hier übernehmen, ne? Und mal dippen, 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 dippen. Aber ich denke mal schon, Steffi, wenn es morgen echt warm ist und nicht so frisch wie heute, dann kommt Dani auf alle Fälle mit. Weil ihr, wie ihr wisst, ist er Spanier und wenn es so kalt ist, geht er nicht raus. Ja, wir machen alle tagsüber viel. Ich habe heute auch viel gemacht. Ich habe Wohnung geputzt. Ich habe Betten neu überzogen. Ich habe mit Dani TikToks gemacht. Zumindest ein paar. Dann habe ich geschlafen. Schau mal in die Gruppe. Geht gerade nie. Alle Handys blockiert. Warte, ich zieh mal kurz runter. So, du darfst, wenn dann jetzt. Super gemacht, Tibi. Ich habe mal kurz geguckt. Na, die Leute in der Gruppe mal motiviert, dass die mal mit reinkommen, alle und mal fleißig mithelfen. Ich gehe aber erst nochmal schnell raus. So. Auch das noch? Ja, ne. Oh, ne. So geht das nicht. So. Was ist denn hier los? Die alte. So, was ist jetzt hier los? Fiemke! Du bist auch wieder da, Mensch. Jetzt. Genau. So ist richtig. So ist es richtig. Morgen soll es warm werden. Bin mal gespannt. So, was ist denn hier los, Leute? Ihr seht, ich tippe schon mit zwei Handys. Gar nicht so einfach. Die sind schwer, die Schläuche, Nicole, ja. Tatsächlich. Sind sie. Also einfach, ja. Einfach. Also. Fiemke, es macht immer wieder Spaß, dich zu verstehen und zu rätseln. Was du da meinst. So, so. In eurer Jungs, die sind schwer. In eurer Jungs, die sind schwer. Ja, Nicole, die sind schwer. In eurer Jungs. Meinst du, wo die sind? Oder wie? Was meinst du? Genau. Super, Nicole. Sorry. Was denn? Ich muss erstmal noch meine Wäsche in die Waschmaschine noch mal schleudern. Auch das noch jetzt. Und das noch jetzt? Mir schreibt keiner. Was machst du? Ich tippe. Und du? Liken, 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 liken. Fiemke. Fiemke ist auch da. Fiemke. Ich versuche zu verstehen, was er sagt. Welt. Kanal. Tiffy zockt den ganzen Tag. Hm. Was zockst du denn, Tiffy? Erzähl.
So, jetzt haben wir erstmal den ganzen Rasierschaum noch weg. Dadurch, dass die alle leiden, schreien die nicht mehr so viel. Oh je. Ganz schön mau das Geschreibe. Wieso nicht? Vielleicht kenne ich es ja. Hau raus. Du machst nicht weiter. Warum nicht? Mach jetzt. Sag, Tiffy. Erzähl. Deine Kinder, was die machen, tatsächlich weiß ich das nicht. Fiemke, ich weiß nicht, was deine Kinder machen. Vielleicht solltest du mal nachschauen, was die machen. Ich kenne sie ja noch nicht mal. Tiffy lacht. Tiffy, erzähl, Mensch, was zockst du denn? Los, komm, hau raus jetzt. Ach, deine Kinder, die gehen zur Schule. Samstagabend. Echt jetzt? Welche Schule? Die Jungs, ja, ich glaube, der Medium guckt gerade. Um die Uhrzeit, genau. Schön, ja? Das ist kalt draußen und ich muss dann wirklich noch duschen, weil jetzt durch den Rasierschaum und alles ist noch nicht. Achso, Entschuldigung. Hab ich jetzt hier dran gedacht. Jede Schule. Jede Schule. Fehmt gefragt, was seine Kinder machen. Ich habe keinen Plan. Seine Kinder? Das wissen wir ohne, was seine Kinder machen. Jetzt sagt er, die sind in der Schule, in jeder Schule. Jede Schule. Die gehen, die wandern. Also bei uns ist Wochenende, da müssen die nicht zur Schule. Das ist wahrscheinlich eine Ganztags- und Ganzwochenendschule. Gehe ich mal von aus. Ach ja. Profilhacker! Super, dass du auch mal wieder dabei bist. Hi! Ach, du bist noch ein Kind. Ach, du bist noch ein Kind, okay. Und dann hast du schon Kinder? Oder wie? Das ist noch eine echte Schule. Wir haben auch echte Schulen. Ach, Fiemke. Tockerbocker. Du hast keine Kinder. Ach so. Jetzt verstehe ich. Billy Eilish, Schluna, ist auch dabei. Schluni. Hallihallo. Uns geht's gut, Profilhacker, und dir? Hallihallo. Dani ist verklitzert heute und ich mit Rasierschaum voll. Ja. Und das alles im Live. Ja. Toll. Ja. Toll. Ach du Scheiße. So ein langer Satz, Femke. Also, wird die wissen, will wie albern, da ich euch alle möchte wissen, wir nicht einfach. Es könnte ein Reim werden. Wenn man da ein bisschen was umstellt. Ich vermute mal, dass du nicht Deutsch sprichst oder schreibst und dass es Übersetzer haust. Tiffy, ja. Dass das deswegen. Das passt gut zum Rasierschaum. Tiffy! Ausfahrt nice, seid ihr im Chat? Ausfahrt Fragezeichen, hola. So, Dani muss noch ein bisschen Spanisch betreten. Guatemala! Chakalaka. Das ist Guatemala, das ist ein Land. Ach so. Was heißt Guatemala? Was heißt Deutschland? Das kann doch sein, dass das Guatemala irgendwie in den Text auf. Siehst du die Fahnen? Das lacht sogar Guzman. Sehr gut. Liken, 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 Leute. Ich bin derzeit in Quarantäne. Du auch?
Was ist denn hier los? Also wir haben uns heute getestet. Melodie, ja. Wir sind nicht positiv. Wir sind safe. Noch. Noch. Mich hat es tatsächlich noch nie getroffen. Das Ding will mich nicht haben. Stimmt ja, Tiffy ist auch noch in der Quarantäne. Stimmt, du hast mir die Nacht oder gestern spät abends, da habe ich gar nicht mehr geguckt, hast du mir das noch geschickt, dass du positiv bist. Entschuldigung. Die lacht sich tot. Ne? Aber wir haben es beide noch nicht gehabt, ne? Nö, also uns verschont tatsächlich. Der will uns nicht haben. Das Ding will uns nicht haben. Gott sei Dank. Aber kalt ist mir trotzdem. Ich bin eiskalt. Weißt du was, du kommst von draußen rein, sagst dir, ist kalt. Ne? Ja, mir ist schon die ganze Zeit kalt. Wenn du los musst, unnass, weil ich überall noch diesen Schaum dran habe und hast du nie gesehen. Chico, also, danke. Chico, ach, der hat auch noch kein Schild. Ach, der hat ja auch noch kein Schild. Wie bist du denn drauf? Der ärgert mich immer, obwohl der mich noch gar nicht live kennt. Trotzdem. Er kennt mich nur von mir und von Telefonieren und irgendwas sind wir uns angegangen. Zumindest habe ich dir mal meine Meinung geschrieben. Wir sind positiv auf TikTok getestet. Aber ich bin mal nicht so. Wenn ich Chico, jetzt kriegst du ein Schild. Wenn ich Klebeband habe. Ich hau jetzt einfach mal auf den Tisch, dass da ein Schild kommt. Aua. Steffi wird sich zwar gleich aufregen. Ausmachen. Kannst du mir mal bitte das Klebeband von uns hinten holen? Triffst immer die richtige, genau. Kannst du mir mal bitte das Klebeband von uns hinten? Auch das hinten muss ich. Jetzt muss ich laufen. Ja, möchtest du? Ich komme doch da gar nicht hin. Chico, dein Schild wird pink. Oh, ey. Hab jetzt irgendeine Farbe gekriegt. Echt jetzt? Regst du dich darüber auf? Ja, klar. Oh, echt? Ey. Jetzt muss ich noch andere Dinge ausprobieren. Die wollen runterkurbeln, ja? Wollen sie? Nein, Chico. Nein. Was? Ein ganz klares Nein. Er kriegt doch ein Pink. Nein, Pink gibt's nicht mehr. Pink ist alle. Was hätte denn der Herr für den Herrn? Grün. Blau. Blau. Ja, blau. Oh, noch. Reicht die ist das Größe? Auch von Lex? Reicht so die alles? Größe? Nein, das hat der Herr Steffen mit mir gekauft. Ach so. Reicht so die Größe hier so? Nee. Hat das ordentlich jetzt? Was ist mit dir denn los? Ach, Österreich! Nee, hier kurbeln sie tatsächlich auch runter. Profilecker? Ich glaube, ab 1. April. Habe ich gehört. Du darfst arbeiten, aber trotzdem in Quarantäne. Naja, das ist ja ein Ding, weil jemand bei euch positiv ist. Arbeiten geht immer, ne? Schreib ja richtig jetzt, ne? Ich das wieder verkehrt schreibst. Du kannst die Schilder demnächst selber machen, wenn du jetzt noch rumheulst. Ab Mittwoch kommt die, wie? War die Maske bei euch weg in Österreich? Also bei uns soll sie tatsächlich ab 1. April wegfallen zum Einkaufen und alles. Soweit. Ja, bis 1. April kann ja viel passieren. Ne? Kann sich auch alles noch ändern. Da weiß man nie. Sieht aus wie ein Y, ist er. Jetzt noch mehr. Okay, nee, bei uns kommt sie wahrscheinlich weg, Profilecker. Soll zumindest. Ob es jetzt so ist, weiß man ja nie. Da steht so ein bisschen in den Sternen. Ne? Da weiß man hier tatsächlich nicht ganz Bescheid. Macht das ja ordentlich. In dem Schild. Kannst du da auch lesen bei dir? Nee, ich. Ich rede nicht mehr mit dir. Mit mir? Nee, mit denen. Warum? Nö. Bei Lebensmitteln ist sie noch da, okay? Teufel! Danke.
Chrissy ist cool. Klar. Ab und zu sauer, aber cool. Ist das von der Hose glitzert? Muss duschen. Ich alles klar, du schwimm nicht so weit. Du kannst jetzt nicht duschen gehen. Jasmin, guten Abend. Guten Abend, Jasmin. So. Oh, das kann ich jetzt nicht vorlesen. Das muss ich selber lesen. Dankeschön, Nicole. Jetzt wird sie wieder lieb. Zu manchen bin ich lieb, zu manchen nicht. Oh. Bitte. So. Vor allem, wenn sie schläft. Steffi, ja. Echt jetzt? Das stimmt. Apropos schlafen, der Dani hat heute was geplant noch. Ich weiß nicht, ob wir das umsetzen. Ich bin da noch nicht so richtig überzeugt von und einverstanden. Tja. Ich mach's trotzdem. Das müssen wir nicht anfangen. Oh, Steffi. Jetzt machst du doch mit beim Prank. Jetzt hast du dir noch einen Feind da. Nö. Was? Bei Steffi? Nö, Steffi, bei dir nicht. Bei dir nicht. Ich brauche einen Helfershelfer. Hilfst du mit? Nö. Du machst mich genauso nieder. Ich? Klar. Womit denn? Du bist böse zu mir. Hä? Klar. Bin ich böse? Ja, liegt noch ein bisschen. Ist klar. Nee, Hasi ist wirklich lieb, muss ich sagen. Mein Laptop ist heute gekommen. Mein Schatz hat mir tatsächlich einen Laptop geholt. Einen eigenen. Finde ich total cool. Ja. So böse bin ich nämlich. Ein böser Mensch. Danke, Dennis. Siehst du, ich bin nicht böse. Guck. Hab ich doch gerade gesagt, dass du nicht böse bist. Ja, kam ein bisschen spät. Mhm. Chico, das wird cool, das Schild, Mensch. Gibt's hier doch Mühe. Welche Marke will Nicole wissen? Was? Morgen, Daniel, mein Laptop ist kaputt. Ist klar, Tiffy. War ein Versuch wert. Von Asus ist der. Hey, Kev. Alles Guti. Tutti Frutti. Hallo. Cool. Bei uns ist auch alles gut, Kev. Wie immer. Wir sind am Start. Chrissy redet heute nicht so viel, die sind mit Basteln beschäftigt. Jawohl. Du hast einen abzugeben von Acer. Von Acer. Tja, da kommst du jetzt zu spät. Jetzt abschicken. Obwohl, es kommt drauf an. Ach, cool. Muss mir mal die Daten, schick sie mir mal per WhatsApp. Privat halt. Tatsächlich, dann hätten wir schon wieder Fleisch sogar. Brauchen die Leute noch was für die Kinder? Ja. Also wäre ja schon mal nicht verkehrt. Wo meinst du hier? Asus oder Asus? Asus? Nee, Acer. Acer. Meine ist auch von Acer. Siehst du? Ich habe mich versprochen. Fängt alles mit A an. Bist du endlich fertig mit dem Schild? Ja. Leute, brauchen noch 27.000 Likes. Ich glaube, das wird eng heute. So, da hast es. Da ist dein Schild, Chico. Schild. Ja, Profilecker. Bedankt. Ich sag doch, ich sitze heute total eingeengt. Ich hau alles rum. Ich schmeiß nämlich alles um. Vielen Dank, Chico. Danke, Chico. Die Kinder schlafen nicht, die sind im Zimmer. Die beschäftigen sich gerade. Dein stürzt ab.
Warum? Das Schild, Tiffy. Achso, das Schild. Oh. Gar nicht so einfach hier, ne? Nee. Ich sage ja, wir brauchen dringend eine Halterung. Steffi, Styropor. Eigentlich brauchen wir nur so ein schönes Stück Styropor, wo man die da reinpieksen kann. Mehr brauchst du dafür nicht. Halterung erledigt. Steffi, hast du Styropor? Steffi, hast du Styropor da? So einen ganzen Block am besten. Steffi, hast du? Steffi. 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 Wir klopfen mal unten an. Steffi. Steffi. Steffi? Das hatte ich auch vor. Der Scheiß hier, ein Schild. Scheißi. Scheißi, Frosch. Scheißi, Krösch. Siehst du, Steffi hat das nämlich auch vor. Hast du nicht da? Nein? Nein, hast du nicht. Mann. Wir müssen vielleicht Montag mal los. Steffi, nie hast du was da. Ey, er hat genug da, ne? Schnitzerstifte, basteln tut zu uns schicke Schilder schon, ne? Also. Wofür gibt's morgen ein Prank? Die arme Steffi. Steffig! Steffi. Also! Melody! Was ist denn da los? Hast du schon wieder geklingelt? Ich hab jetzt nicht gehört. Was ist denn mit unserem Yannick? Die Yannick, wo ist der Yannick? Man hört, man sieht ihn nicht. Wo ist denn die Hura? Die Hura müsste auch drin sein. Aqua war auch lange nicht da, ne? Aqua war jetzt schon lange nicht da. Tatsächlich, seitdem er das mit der Gruppe hat. Richtig, Chico. Chrissy macht das schon? Ich geb heute um. Können wir sie gleich mit in die Wanne packen? Um ein Schild zu suchen, muss man den dann natürlich erstmal ausgucken. Das ist so. Basti! Er lacht sich auch kaputt. Ey! Richtig. Na, hast du die Schilder? Wir lachen. Oh. Oh. Ich finde das nicht lustig. Du hast eine Fliege hier hinten drin. Was hab ich? Eine Fliege. Ey, mach mal raus. Hä? Der Nagumi hat eine Fliege. Das ist eine Schleife. Keine Fliege. Ja, der heißt Daniel, genau. Typisch Frau. Was soll ich dazu sagen? Ich muss halt ein bisschen vorsichtiger sein. Ihr könnt ein bisschen mehr erzählen als ich. Ich sitze ja so ziemlich nah. Das ist gefährlich. Ist das da mal ein Yoshi-Schild noch an? Gefährlich. Ein Stäbchen ranmachen, den Yoshi. Ein Schildchen oder ein Stäbchen? Stäbchen! Der hat noch kein Stäbchen, der Yoshi. Yoshi hat kein Stäbchen, Yoshi hat kein Stäbchen. Jetzt kriegt er aber ein Stäbchen. Typisch Mann. Was? Melody? Ja. Erzähl. Typisch, was ist typisch? Männer. Ich hatte heute auch die Bestätigung, ich habe meinen besten Kumpel von damals wieder getroffen, tatsächlich. Ja, typisch Frau. Mein Svenny. Danke, Ruhe. Und da muss ich echt sagen, selbst von ihm, die Freundin, hat gesagt, typisch Männer. Wir hatten nämlich das Thema Wohnung putzen. Die Männer können es nicht. Meine Wohnung, wo ich alleine gelebt habe, war immer sauber, ja. Blitzblank. Blitzeblank, muss ich auch sagen. Hey, hey, genau, Basti. Wir können sogar LKW sauber halten. Ja, er hat tatsächlich das Sven auch gesagt. Weil er ist ein LKW-Fahrer. Siehst du? Er fährt in Hannover zurzeit. Das muss so zur Info. Wie? Er fährt nach Hannover oder in Hannover? Er fährt in Hannover zurzeit. Aber lebt hier? Ja? Also nur Wochenende, ne? Ja, also. Dafür gibt es die Frau Basti. Psst. Alter. Psst. Ja, ja. Basti, ich lebe gefährlich hier, Mensch, hör auf. Ich wollte den Tag noch überstehen. Basti, ich weiß, wo du arbeitest. Oh, oh. Ich glaube, mal gucken, was der Chef sagt, wenn er früh auf den Hof gefahren kommt, in Schilder zieht, Basti war's. Und der Hof sieht komisch aus. Aber wir haben gut, das ist ein guter Chef. So, das, was ist denn jetzt? Also nur ein Wochenende da quasi. Denke ich, ja. Aber Huha, da muss ich sagen, können wir ohne die Männer. Na toll, sagt Basti. Super, er freut sich ja voll. Ciao, Basti.
Tja, leg dich nicht mit Chrissy an. Weißt du, guck mal, was meinst du, warum ich manchmal so ruhig bin? Ich glaube, ich muss morgen erstmal Konfettikanonen kaufen. Am besten gleich. Morgen. Am Montag. Auf jeden Fall morgen. Am Montag. Nee, morgen. Am besten gleich die ganz großen und dann mal rausfahren ins Gewerbegebiet. Oh oh. Mensch, noch 20.000 Likes, kommt, Leute. Wenn du genau, wenn du Urlaub hast. Nee, eben dann nicht. Morgen. Also Chrissy geht immer morgen einkaufen, immer sonntags. Ich kann nur morgen, bitte was für übermorgen hinterlassen. Nee, du wolltest morgen einkaufen gehen. Das macht sie immer sonntags. Weißt du warum? Weil es dann günstig für mich wird. Ich glaube, ich lasse mir da wirklich was einfallen. Boah. Was? Video vom Profilbild? Wie meinst du das? Melody? Ach, von deinem? Nee, noch nicht. Noch nicht. Lass, oh, oh. Huha, lass ihn böse gucken, das vergeht auch wieder. Ami, Moppe. Hi. Das ist Jana. Meine Große. Wieso heißt sie jetzt Ami, Moppe? Jana, hi. Hallo, mein Schatzilein, wie geht es euch? Man sieht und hört euch nicht. Eben, man hört gar nichts mehr von euch. Ehrlich? Was haben wir getan? Haben wir was getan? Gucke auf, Herz. Melodie. Warte kurz. Naja, ich wollte euch auch nicht so auf den Senkel treten. Treten, Leute. Sonst hast du ja auch mal angerufen. Naja, war ja auch ziemlich lange eingesperrt. Lange in Quarantäne. Ist denn die Quarantäne bei euch vorbei? Quarantäne, nicht Quarantäne. Nur weil Un dabei ist, das ist Quarantäne und nicht Quarantäne. Oh, jetzt wirst du böse. Jetzt sollte ich gehen. Run? Nein! Ich schubse nicht mal Huha-Schild schick. Ab morgen ist es vorbei. Habt ihr Glück? Ja. Ihr habt echt Glück, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Nein, es sei euch gegönnt. Ihr wart lange genug drin. Danny Run, ja. Warum? Die wird vor Tagen begonnen und Jana fragt, warum? Ja, warum denn nur? Also wir haben uns getestet, wir sind noch negativ. Ja. Aber? Mili ist zum zweiten Mal voll dabei. Der Mili hat wieder alles gegeben. Der nimmt auch alles dankbar an, weißt du? Der lehnt ja auch nicht immer ab. Der nimmt ja alles. Hatte die Hua heute schon was gespendet? Nee. Hua, hast du heute schon mal... Nein, das kannst du doch sehen, ne? Nee? Nein. Okay, dann kann ich es nie zeigen. Aqua! Mensch, über dich haben wir doch gerade erst geredet. Hi, Aqua. Du warst schon lange nicht mehr da. Ja. Hi, hi. Hi, 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 hi. Nadja auch, Mensch. Maggie, Escher, aus! Chico! Chico, danke! Mili hat's erwischt mit dem Corona. Da muss ich da hinsetzen. Siehst du, das ist super gut. Was denn jetzt? Ich will kurz Hallo sagen. Jetzt kommt unser Quarantänefall. Hallo. Quarantäne-Follow. Hallo. Oh. Ey, lass dich zustehen. Wie soll ich das hinkriegen? Was? Ich stehe auf der Palme? Die CH. Was war ein Missverständnis mit Janik? Achso, ja, war ein Missverständnis. Also wir sind auch noch safe. Gute Besserung, Emilio! Mili, gute Besserung von Jana! Danke! Ich hoffe, du hast gehört, er hat noch Danke geschrieben. Schluna! Weitermachen! Keine Rücksicht auf Verluste, wenn die Finger abfallen, dann sind's ab.
Dann müssen wir mit der Nase tippen. Oder so. Alles gut, Aqua. Genau, Tibi. Und so ist es eigentlich bei uns jetzt auch, da wir ja noch nichts haben. Jana hat's gehört. Super. Ja, wir haben ja noch nichts. Wir testen uns jetzt täglich, auf Deutsch gesagt, und ja, halten uns halt an die Regeln. Aber wir waren ja damals auch nicht, wie gesagt, betroffen. Waren ja nur die beiden Kleinen, weder Luis noch wir. Sind da. Also das Ding will uns tatsächlich nicht haben, ist einfach so. Hilft alles nichts. Dann richten wir alle es aus nachher, den Mili. Nochmal. Ja. So, Huha-Schild muss noch trocknen. Tiffy trocknet dort, Chico trocknet da. Ja, tatsächlich doch, weil wir nicht dreifach geimpft sind, sondern nur zweifach, müssen wir 7 Tage drin bleiben und uns dann freitesten. Alles gut, Janik. Alles gut, Janik, das habe ich mir schon gedacht gehabt, dass es dir noch nicht so gut geht. Na, schön, dass du trotzdem mit reinschaust. Gute Besserung, ja? Auch von uns? Genau, weil wir geimpft sind, müssen wir nie weiter in die Quarantäne. Müssen wir nie. Was? Wir dürfen raus. Nein. Doch? Nein. Solange wir nicht positiv sind. Was? Siehst du, die... Ich gehe raus, was? Anni darf auch raus. Solange sie nicht positiv sind, sind wir safe. Das sagt das Gesundheitsamt doch was anderes. Ich hab eh keine Ahnung mehr von den ganzen Regeln hier. Also, mir geht das alles nur noch auf den Zünder. Du bist schon lange trocken? Das bezweifle ich. Siehst du, ihr dürft raus. Das Gesundheitsamt sagt was anderes. Anni. Sagt es nie. Ja doch, ich hab doch gefragt. Anni. Doch, sagt es. Sagt es. Bei Geboosterten nicht. Wir sind aber nicht geboostert. Siehst du? Selbst Tiffy ist in Quarantäne und die Familie darf rausgehen. Ja, aber dreifach geimpft. Mit Booster. Da Tiffy, ja. Aber seine Familie darf auch rausgehen. Na gut. Hier, ich hätte ungeimpft sogar arbeiten gemusst. Solange ich negativ bin, genau. Wer sagt das? Jana. Okay. Du hast mir was ich geschickt. Ich hab da was anderes. Ja. Ist doch egal, genau. Eben. Solange es keiner weiß. Weiß ja jetzt auch keiner. Basti. Eben. Ich meine, wir machen uns deswegen auch nie verrückt. Nein. Na, alle, die mit uns Kontakt haben und so, sagen wir das. Wir tun auch im Video davon abschatten, auf alle Fälle. Na, wie gesagt, wir testen uns täglich, damit wir keine Überträger sind. Und von daher genau. Alles safe. Hauptsache, es geht allen gut, richtig. Und das außerdem. So. Leute, wir schaffen das heute nicht, hä? Sascha, hi, nochmal. Ja, heute wird eng. Die 60 werden morgen wahrscheinlich auch noch zu knacken sein. Echt? Ach du Scheiße. Wir werden im Büro wahrscheinlich da durchdrehen. Eben, alle sagen so was anderes. Man weiß eh nicht mehr, was man kloppen soll. Also handeln wir so, wie wir denken. Und ich denke mal, das ist auch korrekt so. Solange wir nichts übertragen und selbst nie mit Corona befallen sind, gehe ich natürlich noch einkaufen. Siehst du, Dennis und sie hat auch unterschiedliche Infos bekommen. Ich sage ja, ich glaube, dass kaum einer da durchblickt, selbst das Gesundheitsamt nicht mehr bei den ganzen Regeln. Das ist das Problem dabei. Ja. Aber im Grunde, wenn keiner durchblickt, kannst du natürlich auch raus, weil da kann dir auch keiner was, weil eh keiner durchblickt. Denke ich. Danke, Aqua. Tippen, 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 genau. Genau. Es ist ja nicht mehr viel, Leute. Also tatsächlich, wenn ihr uns 11.000 noch. Heute die 60.000 zu knallen. Gleich nur noch 10.000. Dann haben wir morgen 70.000 und die Steffi muss ein neues Schild basteln. Basti, ganz genau, Basti.
Denn die Steffi hat das Schild echt toll gemacht. Sie hat sich echt Mühe gegeben. Aber da ist Nadine wahrscheinlich ganz schön am machen. Jetzt. Wenn der Noe im Büro noch positiv ist. Oh je. Nee, Tiffy. Nicht zuschauen. Tippen. Wir haben noch ungefähr 11 Minuten, um 10.000 voll zu kriegen. Nun, die war gestern fertig. Das glaube ich. Das ist ja krass. Also ganz allein im Büro ist schon krass. Den ganzen Tag von früh bis abends. Ja. Früh- und Spätschicht in einem. Das ist übel. Sascha, uns geht's gut. Also wir sind ja nicht krank. Es ist ja nur der Emili. Den geht's aber auch gut. Im Grunde zeigt er keine Symptome. Nö. War ein bisschen verschnupft. Ist schon wieder weg und alles gut. Im neuen Einsatz, okay? Super, das ist schön, da freue ich mich. Nein, wir haben uns, also Media PCR-Test, wir haben uns nur selbst getestet. Ja, wir brauchen ja so lange keinen PCR-Test, solange wir negativ sind. Ja, tatsächlich, 2 Euro verloren. Ist doof. Ich verliere auch meine Zeit gerade, aber es hilft alles nichts. Wir hätten eine Frage nie beantwortet. Welche denn? Warte mal. Nein. Mini, doch. Warte mal, du brauchst die nie beantworten, wenn er gar nicht drin ist. Ach so. Ich weiß nicht, ob er mit dem live ist. Ja, naja. Das ist aber, darüber denkt ja kein Mensch nach und das interessiert ja die Regierung tatsächlich leider nicht wirklich. Das ist das Problem. Ich bin ja sowieso mal gespannt jetzt. Das interessiert mich brennend, wie das mit die Pflegekräfte weitergeht. Ob die doch, ist er. Profilecker ist drin. Ach, bist doch... Ich war eingeweiht. Ich war der Einzige. Nee, war ich nicht. Du warst auch, ne? Ich war... Ich wusste nicht. Ich wusste, dass du einen Prank mit Kunstflug machen wolltest, aber ich weiß nie was. Tatsächlich eingeweiht war ich, ja. War meine Idee. Mhm. Und waren alle negativ wahrscheinlich. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, lassen wir das Thema jetzt mal ruhen. Es nervt einfach nur noch dieses Thema. Ich hoffe, dass das irgendwann wirklich mal aufhört und wir uns wieder normal verhalten können. Naja, am 1. April sollen ja wieder neue Lockerungen kommen, denke ich. Ja, wenn sie denn dabei bleiben. Weil die Zahlen gehen ja hoch. Ich weiß nicht, ob sie dabei bleiben. Gerne, Profilecker. Ja, uns auch nicht. Das sagen Jana, wir auch an uns auch nicht. Uns wollen es auch nicht. Tatsächlich, wir hatten ja schon zweimal den Fall hier. Wir haben die auch nicht irgendwie abgesondert. Wir haben ganz normal weitergelebt. Genau, es gibt auch noch andere Themen. Zum Beispiel, wie ich Basti den Morgen auf Arbeit versüße. Die Tage. Basti. Ja, in Russland und Ukraine, stimmt. Stimmt schon, Aqua. Wie viel fehlt uns denn noch? Mensch, 4.000! Noch 8 Minuten! 8 Minuten, also ich gehe jetzt kurz raus, wenn ich wiederkomme, sind die 60 voll. Und wenn nicht, dann wird die Chrissy einen Prank bekommen. Nee. Sorgt dafür, dass es 60.000 sind. Leute, macht die 60.000 voll. Ich möchte kein Prank mehr. Echt nie. Ich hab so Schiss. Nee, kriegst keine Tasse. Kauf dir eine. Ach du, ganz ehrlich, Profilecker, wir haben es schon so oft gesagt, das will uns nie und wir haben es auch bis jetzt noch nie gehabt. Du hättest gern einen Kaffee. Wann hättest du gern einen Kaffee? Ich hoffe doch nie jetzt gleich, weil sonst wären, glaube ich, die Kinnings sauer, weil wir heute noch Filmeabend machen. Also wir haben das jetzt nämlich so gemacht, darum sind wir jetzt online, weil eigentlich würden wir gerade mal seit 30 Minuten online sein oder so. Immer.
Ich weiß, Maus. Wir machen jetzt das immer so, auch für alle, die das noch nie gehört haben. Wir sind jeden Tag eigentlich 19.30 Uhr oder 19.45 Uhr live. Außer samstags. Hallo Anne! Außer samstags, dann gehen wir schon 18.30 Uhr live bis 20 Uhr, weil wir danach Filmeabend mit den Kindern machen. Die Anne ist auch noch mal drin. Anne, noch mal teilen. Ja. Ich will keinen Prank mehr haben. Oh oh. 900 fehlen, das war knapp. Du hast zu schnell geraucht. Was guckt ihr? Wieso kannst du nicht raus, Jana? Die Anne ist schon jeden Tag bei uns. Aber wieso kannst du nicht raus, Jana? Ne, bis morgen noch. Ja, aber ich denke, du kannst doch, wenn du nicht... Ja, aber sie wollte Kajak und Kaffee trinken. Ja, du kannst doch. Ich habe gerade gesagt, es wäre halt schlecht. Wegen Film gucken. Du kannst. Gucken wir halt ein bisschen später. Du kannst. Siehste? Ja, du auch. Was wollen wir bieten? Du auch, ja, ja. Schuhe. 60k! Yes! Klasse! Ihr seid spitze! Siehst du, mag ich nicht mehr aufstehen. Ist okay, machen wir einen anderen Tag. Nö, dann machen wir einen anderen Tag, genau. Ist doch nicht so wild. Leute, morgen, 19.30 Uhr will ich euch nochmal was dazu sagen. Mach mal. Rede mal. Wir geben eine Tasse aus. Für den Höchstspendenden bekommt von uns eine Tasse auf unsere Kappe. Ja, morgen ist es soweit. Und Steffi bastelt ein neues Schild. Zwei. Steffi, jawohl. Und bald 1 Million. Das wär's ja. 1 Million ist noch weit hin. Wir steigern uns ja täglich, wenn wir es schaffen. Man, wir haben noch 4 Minuten. Vielleicht schaffen wir schon die 70. Können wir morgen das Schild mit den 80 machen. In 4 Minuten. Die 70.000. Das wird dann Yannick. Nein, Yannick hatte, wir hatten das schon vorgehabt. Ja, Yannick weiß Bescheid. Der wollte sich ein bisschen zurückhalten, was das angeht. Der hält sich da wirklich ein bisschen zurück, dass andere auch die Chance haben. Also das sind dann wirklich die kleinen Spender. Deutsch gesagt, davon, wer am meisten spendet, genau, der hat die Chance. Genau. Ja, dass die auch Chancen haben. Weil ganz ehrlich, dann kann ich euch ja, Tiffy, Teufel und Yannick... Dann könnten wir euch, und wer spendet noch so viel, ne? Also, das habe ich ja gesagt, sind die 3 Höchstspendenden. Dann gewinnt ihr ja nur. Dann können wir euch ja automatisch schon das ganze Zeug nur noch schicken. Also jeder hat die Chance, tatsächlich. Yannick wollte sich sowieso ein bisschen zurückhalten. Ja. No. Und, genau. Genau, Anne. Diana ist meine große Schwester. Richtig. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber ich habe schon wieder... Die gehört zur La Familia. Ach so, genau. An den Höchstspenden, genau, geht die Tasse dann auch raus auf unsere Kappe. Außer, ihr lebt nicht in Deutschland, da müsst ihr ein bisschen am Versand mit euch beteiligen. Ansonsten geht der Rest auf unsere Kappe. Genau, so sieht's aus. Von den anderen Eltern, die Schwester. Jawohl. Janik hat dich arm gemacht. Ach komm, Tiffy, ich guck dein Live. Fast jeden Tag. Echt mal, ja. Also, Tiffy, du musst nie heulen, ne? Du bist einer derjenigen, die nicht weinen müssen. Nein. So, also, ich habe mal ein bisschen die Schilder verschönert, so. Wir machen heute noch einen Fernseher mit den Jungs, Sascha. Ja, wir machen heute, ja. Die sind auch in 3 Minuten raus. Ja. Na, ich... Ja, schon. Okay. Ich habe tatsächlich jetzt mal ein bisschen unsere Bilder, die so nacheinander, zum Beispiel die Anne, ich zeig's mal, die Anne spendet ja auch jeden Tag, habe ich noch ein bisschen Glitzer mit reingemacht. Was war denn bei Hermes mit wieder genommen? Ach so, wie in der kaputten Tasse. Da wollte sich Chrissy drum kümmern, stimmt. Ach so, das war das, ja. Es war nicht versichert. Was sind das, Mattis? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich komme mit. Mattis. Was ist denn das? Ich will aber heute ins Maddels. Was ist denn das? Eine Bar. Eine Bar? Saufen. Trinken. Saufen. Gemütliche Cocktails. Ja, das ist auch dabei. Super. Das heißt, fragt Profi Lecker. Die haften nicht dafür. Die haften nicht dafür. Wir müssen sie besser verpacken. Jawohl. Dennis, die auch. Ich trinke auch nicht. Anne sagt, ich trinke auch.
Ich trinke auch nicht. Ich habe noch nicht mal ein Bier hier. Was offen sagen, Andi? Keine Ahnung. Alkohol für Mama, Jana, genau. Steffi will auch mit. Steffi geht auch mit, dann macht für sie Babysitterin heute hier. Nee, wieso? Und du bleibst hier und machst Babysitter. Das ist dann, wenn ich war der Erste, der gesagt hat, ich komme mit, obwohl ich... Das ist aber, wenn deine Mädelsabend. Obwohl ich nicht... Ja, ich kann mich auch als Mädel verkleiden. Du kannst doch nie meine Mädels haben. Mädelsabend. Moment. Bin ich dabei. Nix Mama-Treff, passt mal auf. Doch, Mama-Treff. Hm. Toll. Siehst du, alle Sachen sind Mädelsabend. Also ein Mädelsabend wäre echt mal wieder toll. Hätte ich echt Bock drauf. Ja, auch? Danke, Profilhacker, das ist lieb. Na, es tut uns wirklich leid. Oh Mann. Mädelabend. Mädelabend. Ich bin dabei. Was? Ich bin nicht schwanger, Jana. Mädelabend. Was? Also die Mädels hätten aber trotzdem schon mal Bock, weil ich sagte, ich hätte auch schon Bock mal wieder auf den Mädelsabend, ne? Ja, ich auch. Ich bin dabei. Nein. Oh Mann, oh. Aber alle kriegen das Lachen. Oder? Ihr nehmt mich anders. Ste. Der Bart muss weg, siehste? Den mache ich auch noch ab. Oder so. Ja, Mädelsabend. Die TV. Guck mal, wir haben es 20 nach, 1 nach 20. Morgen, genau, Nicole sagt gerade, morgen werden die 70 voll gemacht. Auf jeden Fall. Morgen sind wir wieder 19.30. Sieht gut aus. Nein, 19.45. Danke, Aqua. Online? Das Kleid, das suche ich noch raus. Muss mir aber noch die Beine rasieren. Als Bodyguard, klar. Das geht auch. Brauche ich auch keine Perücke. Verschluck dich nicht, Anne, wirklich. Verschluck dich bitte nicht. Die lacht sich gerade schlapp. Als Bodyguard gehe ich mit. Muss auch passen. Ja, klar. Und wer passt auf die Kinder auf? Die sind groß. Die sind doch nicht mehr klein. Rosa Tütü. Naja, Chicos, so krass jetzt auch nicht. Ich wollte ein Kleid, kein Mini. Und hohe Schuhe nicht vergessen. Oh Gott. Geh ich krachen. Wir wissen noch nicht, was wir für einen Film schauen. Das entscheiden immer die Kinder. Wird denn das gefragt? Das Foto will ich sehen. Geh ich krachen. Und Steffis Kinder? So. Oma, Opa. Oder so. Mutti, Vati, ihr müsst mal auf Steffis, auf eure süßen Enkel aufpassen. Dann, also jetzt müsst man wirklich tatsächlich mal planen. Ja. Mal einen schönen Abend oder so. Genau. Klasse. Na? Ich meine, wir müssen ja auch nicht unbedingt in eine Disse oder sowas rennen. Ciao mit Augen. Da. Die sind schon los. Die sind schon los. Oh, haben wir gar nicht mitgekriegt, siehst du. Dass wir eventuell das auch mal zu Hause machen oder so. Ja, klar, genau. Auch. Dass wir alle mal ein paar Getränke holen und was zu knabbern oder so und einfach mal... Das muss spontan. Plan. In 10 Minuten alle hier. Ist das spontan genug? So, jetzt bin ich gespannt, wer in 10 Minuten hier auftaucht. Kindfrei für unbestimmte Zeit. Ja, Anne ist dabei. Oh, ich weiß warum. Hier, pass mal auf. Bin auch spontan, siehst du? Spontan. Na dann. Oh je, hat die Mama ihre Tasse mitgenommen? Bin auch spontan. Ja, eine Dani hat ja gerade gesagt. Welche Nummer? Hausnummer? Hm. 22. Das ist schön. Ne? Sascha, du bist männlich. Ich auch. Bist ja witzig jetzt. Ja, dann. Außer ich setze meine Perücke auf. Pass mal auf, mich steht es nicht wundern, wenn die Anne bald hier klingelt, ne? Dann ist das so.
Dann hast du einen Zappen. Wieso ich? Ja, wo sind die Getränke? Naja, bis 22 Uhr hat alles auf. Ich mit weiblich. Genau, Melodie. Eike, du kommst, wenn wir Feierabend machen. Ja, Eike, du kommst wieder zu spät. Guten Abend auf jeden Fall. Du kriegst gar nicht mehr so richtig mit. Hallo. Ja, so, liebe Leute, jetzt gehen wir aber offline. Mensch, fast 64.000, ihr seid. Klasse. Spitze. Wie gesagt, morgen gehen wir die 70 an. Ja. Steffi bastelt wieder fleißig ein Schildchen. Ja. Und danke dafür. So, und... Den Aufwand spreche ich ein bisschen aus, wir trinken aus der Flasche. Eben, sind wir nicht alle Flaschenkinder? Profi lecker, ciao ihm. Na, also, wir wünschen euch allen Melodie, tschüss. Einen wunderschönen Abend. Genießt ihn. Schlaft dann schön. Ciao ihm. Wir haben euch lieb. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. So. Wieder gucken. Chico muss noch trocknen.